Was geht ab, Friendos? Willkommen zu einem neuen Video. Heute backen wir Pizza. Ich sag immer zu jedem, ich mache die heftigste Pizza, glaubt es mir. Und heute werde ich es allen beweisen. Heute werde ich zeigen, dass ich wirklich die krasseste Pizza auf der Welt mache. Der allererste Schritt ist natürlich unsere Hände waschen. Deswegen mache ich das ganz schnell. Okay, Hände habe ich jetzt gewaschen. Und jetzt müssen wir als allererstes unseren Teig machen. Digga, ich bin einfach Profi. Ich back einfach, Alter. Okay. Wo ist hier Sachen zum Teig? Digga, ich bin einfach ein bisschen lost. Boom! Ein Bett habe ich schon mal gefunden, wo wir unseren Teig machen. Ich bereite jetzt mal erstmal alle Zutaten für den Teig vor. Also für unseren Teig brauchen wir Olivenöl, Wasser, Salz, Hefe, Mehl. So, und jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach an. Wo ist hier diese scheiß Waage? Scheiße, Digga, Mann. Hier ist die Waage. Okay. Also, ich würde sagen, wir fangen mit dem Mehl einfach an. Okay. Okay, Boom, jetzt fangen wir erstmal mit unserem Mehl an, Digga. 500 Gramm. Warte, für wie viele Personen ist überhaupt dieser Teig? Okay, das passt. Ja, komm, ein bisschen mehr. Okay, jetzt ein Hefeding. Ein Teelöffel Salz, eine Prise Zucker, 250 Milliliter Wasser und 2 Esslöffel Öl. Boom. Also wir haben leider kein normales Öl, deswegen habe ich jetzt einfach Olivenöl genommen. Passt aber, denke ich auch. Passt auch, Leute, das passt auch. Und jetzt erstmal dick zusammenrühren, Leute. Okay, let's go. Oh yes. Soll ich dabei eine Nase mehr machen, Leute? Wollt ihr dabei eine Nase mehr? Ich würde sagen, ich hole euch dann später wieder, wenn ich diesen Teig fertig habe. Was geht ab, Leute? Was ich auch noch sagen wollte, während ihr diese Zeitellipse oder wie das auch immer heißt, anschaut, wenn ihr mehr Bock habt, dass ich solche Kochvideos mache oder einfach solche Videos, wo ich ein bisschen koche, ein bisschen rede, diesmal konnte ich nicht so viel reden, dann zeigt es mir von einem Like oder einem Kommentar. Okay, Leute, ich habe den Teig jetzt fertig, jetzt muss er nur noch ein bisschen gehen, deswegen lasse ich ihn jetzt hier drin. Boom. Ich habe den Teig jetzt heftig zugemacht, damit er so ganz schnell geht, so in 20 Minuten oder so. Und dann kann ich auch direkt weitermachen, Digga. Ich habe auf jeden Fall echt gut Hunger, deswegen gönne ich mir jetzt einen kleinen Snack. Und dann seht ihr, wie es dann weitergeht. Okay, meine Freunde vom Vlog. Ich habe jetzt hier meinen Teig gemacht, der muss jetzt gehen. Und danach mache ich weiter an der Pizza. Ich habe auf jeden Fall echt heftig Hunger. Okay, ich lasse jetzt meinen Teig noch ein bisschen weiter gehen. Und dabei schneide ich schon mal alle Zutaten. Boah, Digga, das sieht doch schon mal professionell aus hier. Boom, die Pilze sind jetzt gewaschen. Und jetzt können wir sie auch schneiden, Digga. Ui. Schneid die viel zu dick. Ich muss die noch dünner schneiden. Boom, also kleiner Zwischenstand. Ich habe schon heftig viele geschnitten. Ich denke, so viel reicht. Jetzt muss ich nur noch Mais vorbereiten. Freunde, kleine Zwischenfrage an euch. Mögt ihr Pilze oder hasst ihr Pilze? Weil es gibt Menschen, die mögen sie und Menschen, die hassen sie. Ich gehöre zu den Menschen, die sie mögen. Jetzt brauchen wir noch Mais. Und dann sind wir eigentlich fast fertig. Nur noch Tomatensauce und dann sind wir fertig. Ah nein, ich habe eine Zutat vergessen. Nämlich, wir machen noch Pesto. Das ist die Geheimzutat. Leute, ihr werdet sehen. Wartet ab. Boom, unser Mais ist jetzt auch fertig. Jetzt fehlt nur noch dieser Move. Boom. Komm jetzt. Also, ich würde jetzt noch hier ein bisschen Salz reinmachen. Eigentlich würde ich da noch dieses Basilikum so reintun, aber wir haben jetzt keins mehr, deswegen egal. Boom, also jetzt unser Teig ist eigentlich auch fast fertig, kann man sagen. Und deswegen machen wir den mal auf. Uff. Also erstmal ein bisschen Mehl. Digga, ich komme mir so dumm vor, wenn ich das alles hier so erzähle. Eigentlich sollte das eigentlich nur so ein Video sein, wo ich ein bisschen rede, laber und meine Pizza mache. Aber jetzt komme ich mir so vor, als ob ich so wirklich so ein Pizzarezept zeigen würde. Okay. Jetzt müsste ich kurz... Boah, ich mache das echt gut, oder? Bewertet 1 von 10. Das Ding ist, gleichzeitig, während ich dieses Video drehe ich auch einen Vlog. Und deswegen ist es manchmal so kompliziert, einmal für den Vlog, einmal für dieses Video zu drehen. Aber was sollen wir machen? Also ich würde schon sagen, ich bin ein krasser Pizza-Bäcker. Also so leicht italienische Wurzeln habe ich safe. Safe, oder? Jetzt brauche ich nur noch dieses eine Rollding. Aber wo ist das? Wo ist das, ist die Frage. Ich zeige euch dann auch noch Key. Key, einfach nur Key. Soll ich euch sagen, was Key ist? Key ist die Rände. Ja, Rände. Heißt es nicht Ränder? Die Ränder mit Käse zu machen. Einfach, ich bin ein Erfinder. Ich lebe schon in der Zukunft, Digga. Ich lebe einfach schon in der Zukunft. Aber ich mag es allgemein eigentlich schon zu kochen. Kochen macht mir Spaß. Trotzdem ist das eigentlich nicht mein natürliches Habitat. Okay, ich habe das jetzt alles mit meiner Hand hinbekommen, Digga. Ich brauche nicht mal so ein Pizzaroll-Ding. Also ihr seht, ich bin ein King. Aber ich weiß jetzt noch, dass es jetzt noch zu dick ist. Ich muss noch dünner machen. Weil sonst wird mein Brot so dick und das will ich gar nicht haben. Ich will so ein schön dünnes. Ui. Wir nähern uns dem Ende. Ich brauche nur noch jetzt diesen Stiel, um das so zu verrühren. Ja, was laber ich? Ich laber wieder so viel Scheiße. Ich meine, um es so glatt zu drücken.
Ich suche es mal. Boom. Ich habe es gefunden. Jetzt muss ich das nur noch rühren. Jetzt wird zwar ein bisschen eine XXL-Pizza, aber das ist egal. Okay, ich würde sagen, so ist es eigentlich schon fast fertig, oder? Oder? Vielleicht ist es noch ein bisschen bewegt. Nee, so passt es, so passt es, so ist es gut. Digga, die ist zwar echt groß geworden, aber was soll ich machen? Okay. Ich könnte auch so die Hälfte Thunfisch machen und die Hälfte Fungi, weil ich will eine Fungi machen. Aber ich mache jetzt erstmal... Okay, jetzt kommen wir zu den Käserändern, Digga, weil glaubt mir, das ist key. Käserand ist einfach key. Das muss man. Natürlich Leitkäse für die Diät. Ihr macht so ein bisschen was an den Rand, okay? Dann nehmt ihr so den Rand und macht ihn so rüber. Boom. Und das macht ihr jetzt überall. Und jetzt kommen wir zu Trick Nummer 17. Das habe ich bei Mois gesehen. Bam. So, das da hier so zusammendrücken. Danke dir, Mois. Boom. Also, wenn ihr das überall gemacht habt, sieht es so aus, okay? Ich weiß, sie ist nicht so extrem rund. Aber darum geht es nicht. Es geht um den Geschmack. Jetzt kommt erster Key. Ihr nehmt erstmal, okay? So. Boom. Bam. Okay? Verteilt schön. Schön verteilt. Boom, 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 boom. Okay, ich sag, wie es ist. Ich bin ein Mensch, Digga. Ich mag ein bisschen mehr Soße. Deswegen müsst ihr so für euch selber entscheiden. Okay, zack. Jetzt Step Number One. Käse. Weil glaubt es mir, Käse bekommt ihr niemals genug. Käse ist einfach... Ich weiß nicht mal, was ich sagen soll. So ein Ding ist es. Käse ist das Krasseste. Das ist so einfach. Wer das auch immer erfunden hat, ist einfach der heftigste Motherfucker auf dieser Welt. So. Aber das wird jetzt noch nicht so viel Käse. Ich mache jetzt erstmal Step Number One Käse. Okay, das ist erste Schicht von Käse. Jetzt nehmt ihr eure Champignons oder einfach so, mit was ihr das machen wollt, okay? Macht so das bisschen drauf, verteilt das so ein bisschen. Zack, zack. Ich sag ehrlich, mir reicht das schon, okay? Dann nehmt ihr euer Mais. Boom, boom, boom. Macht so euer Mais drauf. Mais mag ich schon eher mehr. Zack, zack. Zagri, zack, zack. Okay, Mais ist jetzt schon ein bisschen zu viel vielleicht sogar drauf. Okay, und jetzt kommt sehr, sehr wichtiger Fall. Wieder Käse einfach. Einfach wieder Käse. Aber dieses Mal, wirklich dieses Mal, gibt es keine Gnade. Dieses Mal gibt es keine Gnade, okay? Ihr nehmt Käse, ihr macht wirklich. Es muss schwimmen. Ihr nehmt. Ich mach die Packung leer, glaube ich. Okay, ist jetzt wirklich schon viel geworden. Vielleicht ein bisschen zu viel, aber egal. Okay, ist egal. Einfach bam, verteilen. So. Das ist jetzt meine Pizza, aber es kommt dann noch ein Key. Aber jetzt erstmal tun wir die in den Ofen rein und dann zeige ich euch, was wir als nächstes machen. Jetzt wird es ein bisschen schwer, das irgendwie in den Ofen zu bekommen, aber ich muss es irgendwie hinbekommen. Zack. Okay, nächster Step, damit ihr jetzt endlich versteht, was ich mache, okay? Jetzt machen wir Pesto. Pesto auf mein Haar. Erstmal nehmt ihr euer Basilikum, okay? Oh, scheiße. Dieses Basilikum kann man einfach so reintun. Nehmt einfach alles, Digga. Haut es einfach drauf. Einfach alles reintun. Also ich würde sagen, nein, kann ich davon jetzt nicht verwenden. Noch ein bisschen Erde mitbekommen. Okay, Basilikum Step Number One, okay? Step Number Two ist Olivenöl. Da müsst ihr aufpassen, nicht zu viel, nicht zu wenig, okay? Ich mache jetzt erstmal ein bisschen was. Okay, ich lasse jetzt erstmal hier so. Okay, dann, ich gucke dann später weiter. Vielleicht tue ich noch mehr rein, vielleicht auch nicht. Okay, eigentlich muss man dann Pinienkerne nehmen. Ich nehme aber jetzt Cashewkerne, weil ich habe keine Pinienkerne gefunden. Noch ein bisschen Olivenöl. Ups. Okay, und jetzt, wo ist das noch, was ich geholt habe? Ich muss kurz finden. Hier jetzt noch ein bisschen Parmesan. Zack. Auch ganz wichtig, erstmal immer ein bisschen probieren. Parmesan einfach so ist nicht geil. Aber nehmen Parmesan, okay. Tut das da rein. Und jetzt schauen wir. Wir rühren es jetzt mal noch. Wir mixen das jetzt mal. Und dann schauen wir, ob wir jetzt noch mehr wollen oder nicht. Noch mehr Olivenöl. Okay, ich habe noch 5%, aber fertig sieht es dann so aus. Und jetzt müssen wir nur noch auf meine Pizza warten und dann können wir zum nächsten Step. Also sie schaut an den Rändern noch ein bisschen weiß aus, aber ich habe unten geschaut und unten sieht sie ja auch gut aus. Also sie sieht durchaus. Und deswegen kommen wir jetzt nur noch zu unserer speziellen Soße. Keine Ahnung, ich hoffe, die ist geworden. So, das war's. Jetzt noch eine Prise Salz. Jetzt noch diese 2-3 Blätter. Boom, Junge. Also Leute, das ist das finale Produkt. Ich habe einen großen Fehler gemacht und das war, ich habe die Pesto viel zu flüssig gemacht. Aber was soll man machen, Leute? Man lernt aus seinen Fehlern. Ansonsten bin ich echt zufrieden. Die Pizza ist heftig geworden. Ich wollte das eigentlich viel mehr so Ding machen. So einfach gechillt labern und so, siehst du das? Es ist ein bisschen zu sehr wirklich ein Rezept geworden. Aber egal, Leute, was sollen wir machen? Jetzt seht ihr hier noch einen Geschmackstest. Boah, Leute, ich muss sagen, auch wenn das Aussehen nicht perfekt geworden ist, es schmeckt so lecker. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch nicht gefallen. Dann würde ich sagen, like, kommentiert, teilt mit euren Onkel, macht alles und schreibt alle in die Kommentare. Ali, mach nächstes Mal dein Pesto besser. Arrivederci.